Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ticket. Wollte ich auch gerade sagen, aber ich hatte Apfelsaft im Mund. Was? In welche Konsole? Ah, Viber! Vom Server! Bullchecker. Du, deine Stimme kackt gerade wieder ab. So, jetzt geht's weiter hier. Und ich hab keine Erde mehr, leck mich am Arsch. Hoch! Oh, das Loch bleibt da jetzt. Alter! Alter, hast gell? Hast du verstanden, dass das Wort hieß Liebe? Ja. Alter, gell? Vincent? Wo bist denn du? Zu Hause. Er hat hier gerade in meinem frisch gebauten Berg, ja? Stand hinter mir. So ein hässliches Arschloch von Bip. Creeper hinter dir! Max, dein Ernst! Max, dein verdammter Ernst! Max, komm her hier! Ja, komm mal ran hier! Komm hier runter, lass dich schlagen! Ich fand's auch so, weißt du, die geilste Szene in meiner Rage-Aufnahme war einfach das: Du kommst dir klar hier! Nein! Ich penetriere dich so hart an, Alter! War richtig! Was hat er denn gemacht? Er hat sich einfach hier hergestellt und hat einen Creeper explodieren lassen. Oh geil, hier ist ganz viel Erde. Oh, das ist ein Creeper. Ja, zwei Creeper explodieren lassen. Ey, da ist ein Creeper. Soll ich den mal explodieren lassen? Auf jeden Fall... Oh, ja. Nee, okay, ist nicht hochgegangen. Clemens, ich sag's mal so, komm mal ran auf mein Niveau und dann können wir reden. Mach halt die Fresse. Ja, dann muss er sich aber... Gott, ich hasse die Viecher, gell? Ganz ehrlich, ich hasse sie. Die sind aber auch viel hier, oder? Übelst heftig. Ich habe hier nochmal so einen kleinen Krater reingesprengt, aber nach außen... Wenn ich es bei euch so dunkel mache. Ja, ich mach's ja gar nicht dunkel, aber... Schwul. Creeper! Hinter dir! Okay, ich bin... Boom. Ich geh dann mal hier. Das hab ich gehört. Na, überall, wo du bist, sind Creeper. Ja, eben, das kotzt mich an. Nur wegen dir. Ja, ich weiß. Sorry, so geht das nicht weiter. Max, kannst du mir sagen, warum der Crowley still ist? Ach ne, ist er ja gar nicht. Oh cool, das. Ach, jetzt kommt ja schon wieder so ein hässlicher grüner Mann an. Grüner Mann. Oh, ich muss rülpsen. Kann ich dann eigentlich mit dem Interface auch ganz geil mein Mikro ausstellen? Ja. Okay, geil. Weil das mit einem Knopf. Das ist für mich höchste Priorität. Dann habe ich auch endlich diesen warmen Klang eines Großmembraners. Man kann sagen, Großmembraner klingen wie wenn man den Sound mit einer Lupe betrachtet, ja? Wie ein Pilz. Moment, wie, hä? Sound mit Lupe betrachten? Naja, der detailliert alles so genau, das heißt auch... Ach so. Wenn du nur einen Hauch... Wenn du praktisch nur hauchst, wenn du deine Stimme... Gay! Clemens? Ja? Das hier vorne, dieser kleine Hupfel hier, guck mal, wo ich drauf stehe. Ja? Diese drei Blöcke-Etagen hier. Alter, können die weg? Ja. Was? Kann das hier weg, diese drei hoch, vier hoch, drei hoch? Ja, also bis zum Berg hier kannst du alles benutzen. Ja, dann mach ich das jetzt weg. Ach ja, mit so einer Saphir-Schaufel ist das schon ganz schön lame, aber Diamantschaufel wäre zu verschwenderisch, weil Diamanten brauchen wir einfach. Diamanten haben wir nicht. Doch, vier Stück haben wir jetzt wieder. Oh lol. Weil mein geiler Erdesammler Crowley ja vier Diamanten gefunden hat. Max fliegt hier durch die Gegend. Ich liebe meine Plattform. Ja, die kommt wirklich cool. Weißt du, was da noch übelst geil kommen würde? Warte mal, ist das Ding über dem Meer? Ja. Okay, weil sonst... Alter, was? Guck mal, da sind schon wieder Dry Creeper, ja? Weil wenn es über dem Land wäre, dann hätte ich gesagt, dann müsstest du unten noch so einen riesen Krater hinmachen. Das wäre nämlich auch übelst geil, Alter.
hau die jetzt einfach alle ein. Alter, ich bin hier die wirklich... Die Wolle, die ich hab, Alter. Die Wolle, die ich hab. Naja, du baust dir da oben ja ein Wollehaus drauf, wa? Ja. Ah, geil. Hey, ein Creeper. Oder soll ich hier auf die große Fläche einfach mal eine automatische Farm machen? Oh, ich finde die Dinger so hässlich, gell. Was? Die automatischen Farmen. Wieso? Hoch. Das ist meine Erde schon wieder alle. Warte, ich will mit abbauen. Max? Sag du mal was dazu. Soll ich auf die große Fläche einfach eine riesige, komplett automatische Farm machen? Du weißt, dass das den Server riesig, übel fett zum Laggen bringen würde. Ja? Ja. Weil sogar unser Nitrado-Server hat das ja geschafft. Naja, der muss da arschviele Items berechnen. Ja, stimmt. Wie viel RAM hat denn der eigentlich? Mit dem hier haben wir, glaube ich, 2 GB zugewiesen. Okay. Oder 1 GB, irgendwie sowas. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung, also ich weiß nicht, weil so eine automatische Farm wäre natürlich auch geil. Ja, los, bau einfach. Meinst du? Aber Pause schon. Ja, hack hin. Überleg grade, ich habe jetzt gesagt, hack hin, nicht kack hin. Ich überleg gerade, wie ich das mache. War es schön? Nein, weil hinkacken. Ich habe jetzt alles gerade gemacht und eine automatische Farm muss ja theoretisch schräg sein. Aber Moment, wenn ich mal hier so gucke. Sag mal, gibt's eigentlich eine Möglichkeit, was automatisch zu craften? Ja. Ja? Freilich. Also dass du Sachen in vom Prinzip einen Crafting Table reinpumpst und dann automatisch wie was eine Fabrik, craften? Ja. Okay. Weil dann würde ich das nämlich so einrichten, weil es gibt Brot. Ja, ganz genau. Dann würde ich das nämlich so einrichten. Brot! Ja, ganz genau. Dass dann vom Prinzip das Weizen, weil es gibt ja jetzt, haben wir 1,5 haben wir, ne? Ja. Warte mal. Dann müsste es ja jetzt. 1,47. Hä, hey, was? Echt? Ja. Ist ja lame. Weil wenn wir dann bei der 1,5 angekommen sind, dann irgendwann mal. Dann können wir auch die Trichter bauen und damit lässt sich das dann auch perfekt machen, weil dann geht das Zeug ja automatisch in die Kisten und aus den Kisten kann es ja wieder rauspumpen. Ja. Ich kann allerdings auch erstmal ein Dorf bauen, weil wir brauchen eigentlich auch erstmal was Schönes, weil das da drüben ist ja eigentlich mehr so hässlich. Industrie. Ja, auf schnell gemacht, so. Naja, schnell kannst du auch nicht sagen. Das war ein schneller Bunker. Ja. Im Schutz vor The Madness, ne? Ja. Weil wir auch so gefährlich geworden sind. Ne, wir wollten uns. Theoretisch. Wir eigentlich bekriegen, ja. Ja, und theoretisch habe ich mir ja auch gedacht, hier, Schildgenerator, aber mittlerweile habe ich mir dann zwischendurch wieder gedacht, hier ist eigentlich sinnlos, deswegen habe ich das in der vorletzten Aufnahme auch nicht weitergemacht. Aber was auch cool ist, es gibt nämlich für den Schildgenerator auch ein Upgrade, dass innerhalb des Schilds keine Monster spawnen. Und da habe ich mir dann so gedacht, vielleicht macht das ja Sinn. Ja. Ja, das wäre schon cool. Allerdings müssen wir dafür, wie gesagt, massig Strom aufbringen. Und da reicht unser Strom, den wir bis jetzt haben, lange nicht. Ja. Genau, das muss ich mal sagen. So, Bergi ist fast fertig. Deswegen ist es, denke ich mal, auch ganz gut, dass der Quarry jetzt immer, während ich hier terraforme, läuft. Zeit sparen, ja. Und da bin ich mal gespannt, ob der da schön Rohstoffe rausholt. Natürlich ist der Quarry jetzt nicht ans System angeschlossen, das heißt, wir müssen das Zeug einmal selber dann noch rüberschleppen. Aber... Yay, mein Berg ist fertig! Ich glaube, es wäre auch einfach zu aufwendig, das dann... das System hier rüber zu verlagern. So, was baue ich denn jetzt da oben drauf? Deswegen, ich weiß es nicht, ob es möglich ist, weil... wenn wir hier sind, weiß ich nicht, ob die Chunks da drüben auch aktiv sind, das weiß ich nicht. Ja. Weil, wenn... bei Ticket, ja. Ja, weil wenn, dann könnten wir nämlich eine Pipe darüber legen und dann könnten wir auch hier unser Dorf und beziehungsweise eure Schlösser damit anbinden. Ich gehe mal ein paar Bäume fällen, ich brauche ein bisschen Holz. Geil, ich habe so viel Erde, dass mein Inventar voll ist. Ich sammle ein. Okay, ich weiß gar nicht, wofür ich jetzt die ganze Erde brauche, aber... Du wolltest das abbauen. Ja, eben, das wollte ich abbauen, aber was ich mit der Erde machen wollte, weiß ich nicht. Hast du noch zu essen? Mir fällt gerade ein, dass ich da oben eigentlich Gras bräuchte, ich da oben aber kein Gras hinbekomme. Ich kann dir ganz viel Erde geben.
Ich brauche aber, na gut, Erde brauche ich auch, aber ich brauche auch Gras. Na, dann mach einmal eine Behutsamkeitsspitzhacke, bau einen ab. Ja, wie mache ich die denn? Ja, brauchst du einen Verzauberungstisch. Haben wir? Haben wir einen Verzauberungstisch? Nein. Doch, haben wir. Nein. Doch. Nein. Du kannst allerdings auch ganz mühsam da eine Erdschicht hochlegen. Nein. Geht erstmal ins Bett. Bis ich oben bin, ist es dunkel. Ah, oh Mann, dann muss ich jetzt wieder dahinter latschen. Ach ja, ich kann ja nichts mit heimnehmen, weil ja mein Inventar voll mit Erde ist. Ja. Blöd. Ist hier irgendwo noch was drin, was ich mitnehmen kann? So, ja. Hier so irgendwo. Nein. Okay, gut. Das da kann ich mitnehmen. Das kann ich mitnehmen. Ich höre doch schon wieder über die Viecher. Alter, unter mir geht die Party, ey. So, ich renn dann mal heim. Füllst du mit Cobblestone aus? Was? Füllst du mit Cobblestone aus? Cobblestone. Das ist mir zu viel Arbeit. Clemens, kannst du mal bitte auf die Uhr lunzen, weil laut meiner Uhr ist es schon wieder fast vorbei. Nein, es ist 10 Minuten 46. Lol. So, seid ihr alle im Bett oder wie? Ja, ich renn grad heim. Ja, ich bin auch fast daheim. Ich muss mir mal ein Bett mitnehmen. Ja, ich auch. Aber ich weiß nicht, wo ich es hinstellen soll. Ja, bei mir, bei meinem letzten Bettexperiment. Ja, bist du drauf gegangen. Ja. So, ich liege. Liegst du schon? Ja, ich liege. Warte, ich komm rein. So, ich trinke dann mal wieder geil Apfelsaft. Hallo! Geil, du hast eine Axt. Penta oder was? Ist das eine Kampfaxt oder ist das eine Holzaxt? Das ist eine Holzaxt. Weil bei mir sieht die aus wie so eine übelste Doppelaxt. Ja, es sieht auch bei mir so aus. Alter, deine Mutter ist. Guten Abend, gute Nacht. Guten Abend, tschüss. Gute Nacht. Nee, ich kenne nur guten Abend, schönen Abend. Guten Abend, schönen Abend. Weihnachten schon. Guten Abend, schönen Abend. Da, behindert. So, dann wollen wir mal anfangen. Was bräuchten wir her? Solarpark. Nee, was Schönes. Zwei Solarparks. Oder? Also es würde sich so ein riesiger Solarpark anbieten. Bei mir unten aber dann eher, oder? Ja, unten. Ein Teil Dingens. Das wird so eine riesige Industriefarm und außenrum bauen wir so ein Dorf. Also soll ich jetzt da eine automatische Farm bauen, ja? Ja, und hier baue ich ein Rathaus. Also nicht ein Rathaus, aber... Dann nehme ich halt... Boah, ich hätte gerne mal eine Badbox und so ein eigenes Solar-Ding. Baust dir? Nee. Also wenn ich dann hier anfange, Solarzeug zu machen, dann kriegst du auch eins. Da drüben das Zeug brauchen wir doch gerade nicht. Ich kann es mir auch eins abgeben. Okay. Brauche ich dann noch eine Badbox dazu? Nee, Badbox brauchst du doch nicht, oder? Naja, kann ich das auch über Nacht laden. Ach. Weil ich möchte ja tagsüber arbeiten, weißt du? Deine Mutter arbeitet tagsüber. Weißt du Bescheid? Alter Junge, kraft dich, ey. Also wir können aus dem Dschungel... Alter, wir können aus dem Dschungel noch sehr, sehr, sehr viel Holz holen, das ist übelst. Aber ich baue gerade mit Eichelholz. Ja? Deswegen baue ich mir unten erstmal ein paar Bäume hin. Wieso baust du mit Eichelholz? Nimm doch einfach das Eichelholz. Ach nee, warte, Eichelholz war das Gute, ne? Ja. Hier daraus, wo man eigentlich das ganze Zeug macht, aber okay. Eichelholz ist das Oakwood, ne? Ja. Hier hast du nochmal 42. Oh, danke, ich habe noch 37 Setzlinge, die baue ich erstmal da unten hin. So, warte mal, ich muss mal eben abzählen. Puh, ja, nee, wie will ich denn da abzählen? Soll ich die zweiseitig machen, dass das Zeug in die Mitte dann runterfließt, oder soll ich das von einer Seite komplett dann abschrägen? Mir egal. Du lässt das einfach komplett über die ganze Fläche laufen. Nein, so, über die halbe. Wie? Natürlich geht das. Du packst bis oben Pistons hin und die fahren sich runter und dann fließt das ganze Wasser runter. Ja, aber das fließt dann ja nicht so weit. Natürlich. Wenn du es schräg machst, fließt das ganz weit. Ja, eben deswegen will ich ja sagen, ob ich das wie vom Prinzip wie ein V-Tal bauen soll, dass das Wasser von zwei Seiten kommt oder dass es nur von einer Seite kommt. Don't know. Zwei Seiten. Zwei Seiten? Dann müsste ich... Dann muss das aber auch so wirklich trichtermäßig aussehen. Oder warte mal.
Nee, einseitig bietet sich hier besser an, glaube ich. Warte mal. Alter, Zombies, haltet die Fresse. Wie weit fließt Wasser? 8 Blöcke, ne? Hm. 2, 3, 4. Allerdings bräuchtest du bei den oberen dann 7, weil sonst fließt es ja nicht weiter runter. Ja, genau. Dann ist hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Folge ist rum. Okay, dann würde ich sagen, mache ich das hier in der nächsten Folge weiter. Bis dahin. Hau da rein. Tschüss.